ist im Fluss und ich blicke zurück. Vielleicht purer Zufall oder einfach nur Glück. Verschlungene Pfade, meist unbequem. Fast alles erlebt, verdammt viel gesehen. Hab Fehler gemacht, verloren und gewonnen. Mit so manch blauen Augen davon gekommen. Ertrug kalte Nächte, stand wieder im Licht. Doch deswegen beklag ich mich nicht. War's schon Spätsommerzeit und mein Weg noch so weit. Tausend Wünsche sind wie tausend Leben, hab meine Träume nie aufgegeben. Spätsommerzeit, weiß nicht wohin der Wind mich noch treibt. Keine Sekunde je bereut, Spätsommerzeit. Auf meiner Reise schon früh traf ich dich. Warst der Anker in mir, dafür liebe ich dich. Ist verdammt lange her, doch du bist immer noch hier. Hast mich getroffen. Soeben erreichte uns folgende Nachricht. Der Arzneimittelskandal weitet sich aus. Wie die Kollegen der Schwäbischen Zeitung heute berichten, sollen auch in Süddeutschland seit geraumer Zeit gefälschte Medikamente in Umlauf gebracht worden sein, die entweder keine oder verbotene Wirkstoffe enthalten. Wie die Staatsanwaltschaft auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigte, wird derzeit auch verstärkt in Oberschwaben dahingehend ermittelt. Offenbar steht ein Pharmahändler aus dem Bodenseeraum in Verdacht, die Präparate in großer Zahl aus China importiert zu haben. Diese Informationen sind durch die Hinweise eines Unternehmers aus Göppingen bekannt geworden. Seine Frau soll an gefälschten Medikamenten verstorben sein. Wir halten Sie natürlich zu diesem Thema weiterhin auf dem Laufenden, machen aber nun erstmal weiter mit unseren aktuellen Meldungen des Tages. Meine Träume nie aufgegeben. Spätsommerzeit, weiß nicht wohin der Wind mich noch treibt. Keine Sekunde je bereut. Spätsommerzeit.